Komplimente etc. Und bei Beziehungen ist bei uns zum Beispiel, im Salon ist das manchmal schwierig, keine Ahnung. Weil wir haben das oft so, dass Mädels oder Frauen zum Beispiel einen Termin für ihren Mann machen. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich. Ne? Das ist einfach völlig okay, wenn die das machen. Aber wenn sie mir am Telefon den Haarschnitt erklärt haben. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel Blödsinn auf der Arbeit gemacht. Und das ist auch ein O-Ton dieser ganzen Geschichten heute. Einfach mal wieder Faxen machen, Blödsinn machen, Leute verarschen. Das habe ich da auch gemacht. Ja, ich habe am Telefon auch genau so geredet. Ich so, ja. Ich werde das natürlich genauso eintragen. Ich habe das schon in mein persönliches Tagebuch geschrieben. Und ich habe eine Skizze daneben gemalt und einen kleinen Penis. Ich habe gelacht. Meine Kollegen haben gelacht, weil sie es gehört haben. Die Frau am Telefon nicht. Und das hat sie mir, sie fand das nicht so lustig. Und das hat sie mir gezeigt, nämlich indem sie mitgekommen ist. Mit der Begrüßung. Ich bin mal mitgekommen, ihr Kollege am Telefon war nicht wirklich vertrauenswürdig. So, okay. Und dann, lustigerweise habe ich den Typen auch bei mir eingetragen. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, weil ich wissen will, was ist das für ein Typ, der einfach nicht allein am Telefon schafft. Weißt du, das ist so, eine Sekretärin ist ganz cool so, oder ein Bierholer ist auch cool. Ja, aber prinzipiell, keine Ahnung. Und ich habe dann geguckt und ich habe dann versucht, mit ihm Beratungsgespräch zu machen. Und das war ähnlich wie beim ersten Kandidaten, so, was ich eben erklärt habe. So, nach dem dritten Satz hast du gemerkt, okay, der dreht beim Tetris das Quadrat. Ist nicht viel zu holen, so. Um das zu verbildlichen, der Typ, den nimmst du am Wochenende mit, keine Ahnung, mit in die Kneipe, mit in eine Bar oder mit irgendwie zum Lasertag, mit in Heidepark oder so, oder mit dem Puff. Aber der Kandidat passt auf die Jacken auf. Ja, ist ein bisschen schwieriger. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, es hat einen Grund, warum sie dabei ist. So, dann habe ich sie erstmal ignoriert und dann habe ich sie trotzdem angesprochen. Weil ich habe sie ignoriert aus folgendem Grund. Es gibt oft Frauen, das ist nicht mal was Negatives, die kommen in den Raum rein, die haben eine krasse Aura, eine krasse Energie. Ja? Sie kam rein und ich so, wow. Wenn man, zur Verbildlichung, wenn man Darth Vader krass findet, sagt, okay, mit dem Motherfucker würde ich mich nicht anlegen. Der stand in ihrem Fall auf einer Stufe mit Winnie Pooh. Also sie war wirklich krass, ja. Und dann habe ich sie erst ignoriert, dann habe ich sie trotzdem angesprochen. Ich so, hast du eine Idee, wie wir schneiden könnten? Und ihre erste Reaktion war, ein bisschen wie Darth Vader fast eigentlich, ja. Und ich habe dann gemerkt, sie hatte Angst, dass er selbst entscheidet. Sie war wirklich erleichtert, dass ich sie gefragt habe. Ich dann so, ja, und, hast du eine Idee? Ja, also wir hätten das gern. Wir. Ich frage jetzt mal den Mann, seit einem Jahr, was ist wir in eurer Beziehung? Was ist wir in eurer Beziehung? Und du blaust viel zu lange, Kollege. Entweder bist du noch sehr glücklich oder sehr naiv oder glücklich, weil du naiv bist. Ich weiß noch nicht. Also, du hast keine Ahnung, was wir in eurer Beziehung ist? Das Gemeinsame. Ja, genau. Das Gemeinsame, du Idiot. Ich erklär's dir kurz, ja? Wir ist sie. Sie hat eine Idee, du gehst mit. Sie hat einen Plan, du bist am Arsch. Das ist wir heutzutage, ja, das ist das, was ich euch kennengelernt habe, auch auf der Arbeit. Und das, normalerweise, wenn ich zum Beispiel in so einem Theater und wir, keine Ahnung, normalerweise ist das Licht sehr hell und man sieht nur die ersten zwei Reihen. Und dann spreche ich oft in der ersten Reihe einen Mann an und dann hast du einen sehr selbstbewussten Typ manchmal da sitzen, so, wir, ja, das bin ich. Und dahinter hörst du 150 Frauen, nein, du nicht, Kollege. Ja. Hast du dich schon mal begleitet zum Friseur? Seid ihr schon so weit? Nee, nein. Ich habe was anderes zu tun. Ja. Und das ist auch, keine Ahnung, das ist an sich auch okay. Ich habe das mal beobachtet bei uns. Da, wo ich gearbeitet habe, ich habe in einer langen Reihe hier in Hamburg zum Schluss gearbeitet und da haben wir auch Extensions gemacht, echter Verlängerung. Das heißt, das dauert ein bisschen. Der Typ hat gewartet. 4,5 Stunden. Er hat eine Apfelschorle getrunken und 5 Gala-Zeitungen gelesen. Also er hat nichts gemacht eigentlich. Genau, die nächste Frage wäre, was hat er wohl am Ende gemacht? Bezahlt! Der Typ hat für 4,5 Stunden warten 1200 Euro auf den Tisch gelegt. Jetzt mal die Mädels, ist das Liebe? Nein, das ist dämlich. Das ist einfach dämlich. Wenn meine Frau irgendwo sitzen würde, ich hätte 4,5 Stunden Ruhe plus 1200 Euro zur freien Verfügung. Leute, ich komme aus Hamburg. Ich würde erstmal in den Lego-Laden fahren. Ah, Lego-Fans. Oder, und das ist kein Scherz, ich liebe es, Minigolf zu spielen. Das ist wirklich, ich mache das sehr, sehr gerne. Und wir haben hier in Hamburg in Planten und Blumen hier oben eine sehr, sehr schöne Anlage. Und die ist sonntags sehr voll. Und es wäre, glaube ich, möglich, mit 1200 Euro diese Bahn zu mieten. So, und dann würde ich sonntags mittags würde ich die Bahn mieten. Alle müssen zugucken. Würde ich alleine spielen. Nackt. Ohne Schläger.
Ist doch Minigolf, oder nicht?